So Leute, weiter geht's. Ja, wir müssen jetzt irgendwie Greta rauskriegen. Mal gucken, ob wir da irgendwie. Gretas Saal. Da gehe ich lieber nicht rein. Okay. Wir haben doch den Spiegel, den sie so mag. Gretas Saal. Okay. So, Bart. Hallo, Pater Bartholomäus. Hallo, Taloril. Jetzt, da wir. Wie bekommen wir das? Freiwillig wird sie da wohl nicht. Das könnte schwer werden. Greta hat sich gleich, nachdem sie geschlossen, den Geräuschen, die aus ihrem Büro kamen, bei sich. Das Einzige, was seitdem aus ihrem Saal kam, war ihr Spiegel, das da geschmissen hat. Da brauchen wir deftige Hilfe. Hört sich für mich nach. Also. Wieso? Naja, also. Ich bin doch irgendwie zusammen mit Bloomford. Und ich hab ihn dabei. Und naja. Oh je, ja. Nun, dann. Haben Bei wir. wen denn? Du musst jemanden fragen, dem du vertraust. Greta in ihrem Zustand zum Ritt. Haben wir. Ah, nee. Ich dachte jetzt, wir können das sagen. Okay. Haben wir ja. Ich weiß nur nicht, wie es weitergeht. Ich gehe dann mal. Irgendwie müssen wir sie rauslocken. Was ist das hier? Das Ach sieht du interessant je. aus. Sieht aus wie eine Art Mechanik, um die heilige Glocke zu läuten. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das noch funktioniert. Sieht aus wie etwas, das Bloomford gebaut hat und das ganz sicher so nicht funktioniert. Also, das macht Geräusche. Eine heilige Glocke. Wenn Greta wirklich besessen ist, dann könnte der Klang der heiligen Glocke sie aus der Kirche treiben. Ein Wunder, dass sie es überhaupt besessen in der Kirche aushält. Heilige Glocke treiben. Was ist das? Ah, Heilige Glocke treiben. Ja. Wasser. Ein Äffchen. Das treibt wahrscheinlich hier das Schiffchen dann hier rüber. Liegegetreib. Dass da überall das Gleiche ist. Ist das so gewünscht? Liegegetreib. Toll. Ach hier, das ist auch verbunden. Der wird dann losgelassen, haut hier vielleicht gegen, das rollt dann hier. Also ist nicht ganz einfach. Liege Glocke treiben. Wir können ja auch gar nichts machen hier, ne? Wir haben ja überall nur. Ist ja dämlich. Als wenn das hier. Als wenn wir hier noch gar nicht hin dürfen. Was soll denn hier überhaupt? Was ist das hier überhaupt? Eine heilige Glocke. Liege Glocke treiben. Können wir da nicht irgendwie im Zweifel. Das kann ich ihr nicht antun. Weil das ist ja irgendwas, was nach oben geht. Hier sind Drähte. Als wenn da auch irgendwie warme Luft oder irgendwie was. Da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Natürlich jetzt doof. Das fährt dann hier rüber. Also hier muss irgendwas reinfallen, ne? So eine Kugel oder dieses Ding hier. Aber ich kann hier überhaupt gar nichts machen. Schon wieder so ein Flattervieh. Ich glaube, tatsächlich ist es das gleiche Flattervieh wie bei Bill auf dem Hof. Und das gibt Schallwellen weiter. Die hier so rübergehen.
Aber irgendwie passt das noch nicht, weil wir hier gar nichts. Alles das gleiche, ne? Liege Glocke treiben. Das ist irgendwie doof. Ist das ein Bug? Liege Glocke treiben. Liege Glocke treiben. Hätten wir den doofen McCallum mal nicht eingesperrt, ne? Noch so eine seltsame Kreatur aus Stein. Ich wollte jetzt eigentlich zurück. Dieser steht allerdings ziemlich fest. Spitz wie ein Haken. Da komme ich nicht dran. Wieso sollte ich das... Tja, gute Frage eigentlich. Da kommt er nicht ran. Das Bambusrohr haben wir ja nicht mehr. Das kann ich hier nicht... Du kommst doch da ran. Da komme ich nicht dran. Erzähl doch keinen Scheiß. Da kann ich mit Anselm nichts... Wieso sollte ich das machen? Ich weiß auch nicht. Aber irgendwas muss ja gemacht werden. Streichhölzer haben wir auch noch. Wieso sollte ich... Nee. Wie kommen wir hier weg? Kirche. Was ist das überhaupt, wo wir hingegangen sind? Kirchturm. So, und wie geht's hier wieder runter? Kirche. Kirchturm. Tja, ich hab keinen Schimmer. Hallo, Pater Bartholomäus. Hallo, Talorel. Ich habe ein Ritual. Sehr gut. Der Ritualablauf ist komplett, mein Sohn. Ich habe alles, was wir für den Exorzismus... Und Bill schafft Greta in den Kreis, wenn ich sie aus ihrem Saal in der Kirche bekomme. Und ich weiß auch schon, wie ich Greta aus ihrem Saal bekomme. Ich muss dafür die Glocke im Turm läuten. Der Klang der heiligen Glocke sollte sie aus der Kirche treiben. Woher weiß er das jetzt? Sehr gut, mein Sohn. Dann nichts wie mit dir in den Kirchturm und auf die Glocke läuten. Ich warte dann auf dich im Ritualkreis. Aha. Ich hoffe, das ist jetzt hier aktualisiert worden. Und wir können die Sachen jetzt anklicken und das benutzen. Vielleicht waren wir hier zu früh. Der scheint die Kugel nach oben zu befördern. Ja, wunderbar. Ich dachte schon, wir bleiben hier hängen. Okay, dann nochmal. Was haben wir hier? Die sehen aus wie gespannte... Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall gespannt. Ein komisches Metalldings. So eine scheint Stimmgabel oder sowas. Ich glaube, das ist eine Stimmgabel. Eine was? Eine Stimmgabel. Das ist so ein Metalldings, das einen lauten und klaren Ton von sich gibt, wenn man mit was Hartem dagegen stößt. Aha. Da drüber muss wohl die Kugel... Ach so, wir müssen die hochkriegen. Und dann fällt sie von hier oben hier runter. Der scheint die Kugel nach oben zu befördern. Und dann hier und runter. Lässt sich so einfach nicht bewegen. Scheint so, als müsste da was in die Schale fallen, um den Schuh zu bewegen. Ja, ja, die Kugel. Kann man das so ausprobieren? Da komme ich nicht dran. Dann müssen wir das hier mitmachen. Mit der Uhr. Lässt sich nicht einfach so bewegen. Lässt sich nicht einfach so bewegen. So, einfach mal rumprobieren. Lässt sich nicht einfach...
lässt sich nicht ein... Lässt sich nicht ein... Na gut. Der Hebel scheint die kleinen Kugeln zu betätigen. Sieht so aus, als würde der Hebel von der Uhr ausgelöst. Vielleicht muss erstmal alles andere sitzen. Hier haben wir ein Äffchen. Dieser Affe hat scheinbar den Blasebalg betätigt. Sieht aber nicht mehr so fit aus. Also die Kugel, die würde ja hier runterrollen. Die würde ja weg sein. Warum rollt die denn hier lang? Eigentlich muss die ja von hier irgendwie hier hoch in das Schiff. Der Affe pustet das Schiff rüber. Das Ding hier schießt die Kugel hier hoch. Die geht hier gegen. Wieder zurück und fällt dann runter. Aber wie kriegen wir die Kugel von hier nach da? Das hat sich mir irgendwie noch nicht so richtig erschlossen, also... Wie standen die hier überhaupt am... Oh, ey. Anstatt einfach einmal weiter zu drücken. Die Kugel ist in dem Rohr. Ach so, das ist hier für mehrere Kugeln und die geht dann hier rein. Ah, okay. Was ist das hier? Dieser komische Brenner scheint kaputt zu sein. Der hat wohl mal das Rohr darüber erhitzt. Ob man den irgendwie ersetzen kann? Ja, kann man. Das ist ja jetzt kein Problem. Das könnte funktionieren. Und vorhin ging's nicht, ne? Vor 3 Minuten. So eine Pfeife. Sicher, dass der die richtige Route drin hat? Anstatt hier rüber zu gehen. So. Jetzt wird es erhitzt. Und die Kugel ist im Boot. Jetzt müssen wir den hier. Oh. Gut, dass es nicht lang dauert, bis der hier wieder ist. Aha, die Kugel ist eine Ebene weiter oben. Jetzt weiter. Affe. Dieser Affe hat scheinbar den Blasebalg betätigt. Sieht aber nicht mehr so fit aus. Wenn wir da nicht rankommen, haben wir ja immer unser Mäuschen. Da kann das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Na gut. Ein Wasserbassin. Darauf scheint das Segeldings da fahren zu können. Dieses Segeldings da scheint durch den Blasebalg nach links fahren zu können. Aber wir müssen dem irgendwie... Wie sollen wir den denn jetzt aktivieren? Das ist ja super jetzt, ne? Wenn es keinen Blasebalg gibt, naja, vielleicht so. Ach, tatsächlich. Und jetzt, was macht die? Ah. So, und jetzt müssen wir hier mit der Eule. Die hat aber einen starken Atem, ne? Wenn die hier... Naja. So, Eule. Diese gespannten Dinger reagieren irgendwie auf das Geräusch. Deswegen steht da vermutlich auch die Stimmgabel. Vielleicht sollte die Kugel dagegen stoßen und sie so zum Schwingen bringen. Diese gespannten... Aber noch nicht genug. Ärger die Eule nochmal. Nee, 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 nee. Ein Traum. Aha. Du hast es geschafft. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Oh Gott. Dieser Krach.
dieser unerträgliche Krach! Greta! Halt! Ein bisschen Angst vor der. Mensch! Das geht so nicht weiter! Ich bin hier, um dich aufzuhalten! Du kommst jetzt mit! Was? Aufhalten? Du hast Heaven's Hope genug tyrannisiert! Das hat jetzt ein Ende! Was? Nein! Nein! Verrat! Judas! Du pharisäischer Taubenschwanz! Lass mich runter! Ja, die hat richtig gute Laune. Oh je. Na dann mal auf zum Ritualplatz. Okay. Dann. Auf zum Ritualplatz. Oh je. Gut, dass du endlich wird auch ein Scheiterhaufen sein. Immer verrückter. Bist du bereit? Lass uns beginnen. Hast du alles? Das Schwert, den Schlüssel und die vier Elemente in reiner Form? Ja, ich habe alles. Gut. Dann los. Die Frage ist, trete den Kreis Talon. Was am Anfang? Das Schwert mit hier. Das klappt so nicht. Okay. Oder muss es zuletzt gemacht werden? Ich habe das losbinden. Mach schon! Oder lässt du dir von diesem Wicht Befehle geben? Nun füge die geweihte Erde in die Schale vor dem heiligen Stein und binde damit Gretas Körper. So. Hier eigentlich, ne? Hier ist ja das Weihwasser. Was tust du? Wenn ich... Ich werde mich um den Priester kümmern und dann um dich. Du wirst mir nicht entkommen. Ich werde dich finden. Jetzt kann die Materie einzeln aushalten. Oje, oje. Nun binde Gretas Gefühle mit dem heiligen Wasser. Okay. Du kannst mich nicht aufhalten! Ich werde dich und diese ganze elende Existenz zerstören! Bändige nun ihren Willen mit dem Feuer! So, Anselm. Ich weiß nicht, ob ich da noch links und rechts davon stehen möchte, wenn hier der Dämon... Ja. Im Himmel ist er auch nur ein Priester. Los, binde mich, Wurm aus Krankheit und Eifersicht. Wer sucht, der findet heraus, zu dieser Zeit hat alle Wunden, gibt es immer wieder. Jetzt die Luft, binde ihren Verstand. So, und ohne Maus wären wir hier ganz schön aufgeschmissen. Ne? Gut, dass wir die fast umgebracht haben. So. Nun gehe hin, mein Sohn, und schneide den Dämon von dir ab. Können wir nicht einfach sie auch noch durchschneiden danach? Nee, nicht der Spiegel, sondern das Schwert. Wo ist das? Da. Vade Retro Satanas. Herr im Himmel, steh uns bei. In Anselm? Nein, unser Freund. Nein, nicht Anselm. Ah. Armer kleiner Knirps. Aber er, ne? Das ist immerhin Gottes Schöpfung hier unten, also. Gottes Schöpfung? Was interessiert mich, Gottes Schöpfung? Ich bin ein Engel. Ich gehöre
in den Himmel! Ihr habt mir ein Befehl. Ihr habt meinen Geist von diesem kleinen Wicht befreit. Und jetzt werde ich... Eieieiei. Und Anselm, oh nein. Oha. Das mit dem Himmel hat sich für Umuril wohl erstmal erledigt. Was? Was ist passiert? Wo bin ich? Und wer bin ich? Sie scheint sich an gar nichts mehr zu erinnern. Das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Ein großer gelber Vogel. Ein großer gelber Vogel und der Star einer beliebten Unterhaltungssendung für Kinder. Nee, ist klar. Das versuchen wir vielleicht noch. Ach, ihr Spaßbremsen. Kräuterkundige, na gut. Du bist eine Kräuterkundige. Ja, genau, eine Kräuterkundige. Du bist Benediktinerin und Dichterin und Universalgelehrte. Und heilig. Heilig bist du auch. Du hast ganz viele Bücher geschrieben über Mystik, Religion, Medizin und Kosmologie. Und außerdem bist du Ratgeberin hochgestellter Zeitgenossen und ständig auf weiten Seelsorgereisen. Taloriel? Echt jetzt? Aber das war doch... Hast du gerade Hildegard von Bingen beschrieben? Die Hildegard von Bingen, die im Jahr 1179 im Alter von 82 Jahren im heutigen Deutschland gestorben ist? Und vor allem die Hildegard von Bingen, die überragende Kenntnisse in Kräutern und Naturheilkunde hatte? Naja... Okay. Dann gehe ich mal Kräuter sammeln, um damit die Menschheit zu heilen. Oh je, ob das eine gute Idee war? Ja, wir werden alle sterben. Na gut, lieber so als... Naja. Er ist auch ein bisschen verdutzt und Anselm. Mein Anselm. Oh nein, er hat wohl bei dem Ritual als Seelengefäß fungiert. Können wir da nichts machen? Taloriel, du musst da doch was machen können. Eigentlich schon. Na gut, ich glaube, wir haben nicht die Zeit dazu. Ich möchte jetzt mal gucken, ob wir jetzt vielleicht Richtung Himmel können. Die Karte ist defekt. Geht dann irgendwas anderes? Nee, wir dürfen nicht. Wir sind hier noch nicht fertig scheinbar. So, was sollen wir denn machen? Er ist ein bisschen verdutzt. Mein. Oh nein. Mir da nichts, Taloriel. Okay, wir müssen ihn erstmal retten. Wieso sollte ich das? Okay. Spiegel. Wieso sollte ich? Weiß ich auch nicht. Schlüssel? Wieso sollte ich? Kerze, Streichhölzer. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, wir können doch auch nicht gehen, ohne Anselm hier zu retten. Ah. Ein Dreamteam. Anselm, dem Himmel sei Dank. Gib's zu, Azael. Du hättest den kleinen Kerl auch vermisst. Kein Kommentar. Ah, deswegen war die Karte kaputt. Und die Maus. So, wo geht's jetzt hin? Sollen wir noch eine Shisha mitnehmen? In die Gasse. Hat der da schon unser Luftschiff hingebracht?
Oha. Da bist du ja. Wurde auch Zeit. Ja, der Dämon und der Exorzismus. Was auch immer. Ich habe das Seil, das wir als improvisierten Anlegemast nutzen müssen, schon da angebunden. Schaff das andere Ende da hoch und binde es oben an. Ich hol in der Zeit das mobile Gasometer. Alles klar. Was sollen wir? Das Seil wo anbinden? Bringt mich auch nicht weiter. Das Seil muss da hoch. Da komme ich nicht dran. Tatsache. Ordentlich festgebunden. Ist ja super. Da kann ich mit ansetzen. Bringt mich auch nicht weiter. Das Seil muss da hoch. Dann hätten wir doch nur Eule, ne? Mäuschen? Ja, das könnte funktionieren. Und jetzt? Bringt mich auch nicht weiter. Hä? Das kann ich ihr nicht antun. Hast du gerade eben schon. Ich verstehe jetzt nicht, warum die da jetzt wartet. Also Maus. Ob wir das Buch zurückbringen müssen? Da kann ich mit ansetzen. Das klappt so nicht. Tatsache. Ordentlich festgebunden. Sollen wir durchschneiden vielleicht? Wieso sollte ich das machen? Ich verstehe es gerade wirklich nicht, was hier jetzt... Was sollen wir denn überhaupt machen? Wir sollen die Spitze irgendwo oben festbinden. Aber wir kommen da nicht ran. Bringt mich auch nicht weiter. Das Seil muss da hoch. Da komme ich nicht dran. Und die Maus sitzt hier neben nur und guckt doof zu. Die kann ich auch nicht mehr anklicken. Und jetzt? Das ist irgendwie doof. Nächste Seite. Als fünftes muss ich die Erde in die Schale am richtigen Stein füllen. Schön. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Jetzt aber nichts wie in die Kneipengasse zur Flugmaschine und ab zurück in den Himmel. Na, danke für die tolle Hilfe. Das ist ja super jetzt. Was soll ich denn machen? Hä? Maus? Das kann ich ihr nicht antun. Doppelt hält besser. Ich habe keinen Schimmer. Hier gibt's, glaube ich, sonst auch nichts anderes. Oder doch? Aha, sehr gut. Ach so, der mussten wir zwei Befehle geben. Na toll. Na gut. Ach, das ist wie so eine Art Schiene jetzt. Ja. Das dachte ich mir schon fast. Aha, jetzt haben wir einen Ablegemast für die Flugmaschine. Dann schauen wir mal, wie wir das Ding hier hochbekommen. So, dürfte jetzt nicht mehr so schwierig sein. Jetzt müssen wir diesen Brenner da antreiben. Ah, da bist du ja endlich. Und ich sehe, du hast unseren improvisierten Ablegemast angebracht. Hier hast du den mobilen Gasometer. Schließ ihn an den Brenner an. Entzünde den Brenner und dann pumpt die Luft in den Ballon. Ich gehe schon hoch und warte auf dich. Okay. Der Brenner. Da muss ich das Gasometer anbringen, ihn entzünden und dann die Luft in den Ballon pumpen. Okay. So kannst du ihn aber nicht anzünden. Dann brennt er ja die Hülle ab. Du musst ihn wohl in Position halten.
Der bleibt nicht von selber in der richtigen Position. Den muss ich wohl halten, wenn ich ihn angezündet habe. Ich muss wohl erst den Brenner anzünden, damit die Luft erwärmt wird, die in den Ballon geht. Okay, da haben wir ja Streichhölzer. Dann wollen wir mal sehen. Jetzt kann ich ihn aber nicht mehr loslassen, sonst kippt er wieder um. Dann müssen wir Mäuschen fragen. Okay, dann müssen wir Anselm. Yes. Das ging aber flott. Ich glaube, wir haben es bald. So viele Leute. Ich glaube, die sind alle gekommen, um sich von dir zu verabschieden. Selbst der okay. McCallum? Damit hätte ich nicht gerechnet. Cornelius, wer ist denn dieser nette junge Mann? Das erkläre ich dir später, Gretchen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Irgendwas musst du jetzt sagen. Danke. Das war alles? Psst, Azael. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Danke, dass ich euch alle kennenlernen durfte. Dass ich so viel von euch lernen durfte. Über das Leben, die Materie und den ganzen... Vielleicht sollten wir das Schwert hier lassen. Dass ihr mir alle geholfen habt, besser zu verstehen, wie es ist, zu leben. Hört, hört! Wirklich? Als ich hier runterkam... Du meinst, als du abgestürzt bist. Hatte ich keine Ahnung von dieser Welt und wie es ist, auf seinen eigenen zwei Beinen durch sie hindurch zu marschieren. Ich gehe in den Himmel zurück und habe viel gelernt. Hat er gesagt, er geht in den Himmel? Erkläre ich dir später. Na dann, leiden los. Wie macht ihr das immer? Ich wünsche euch allen alles erdenklich Gute. Und vielleicht sehen wir uns hier im Himmel wieder. Mach's gut, Effendi. Eine gute Reise, Talorel. Gott behüte dich, Talorel. Alles Gute, Talorel. Flieg vorsichtig, Talorel. Hallo, ich bin wieder da. Na toll. Super. Und ich habe ganz viel zu erzählen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wo seid ihr denn alle? Sonst hört er uns noch und kommt hierher. Jetzt reicht's. Das ist ja die Höhe. Ich komme hier wieder mit der Geschichte des Jahrtausends und keiner will sie hören. Oh nein, das kann ich überhaupt nicht. Das ist furchtbar. Das ist mir reicht's. Ich hau wieder ab. Fellknoll, Anselm, wir gehen. Also die letzte Szene habe ich jetzt nicht verstanden, aber ansonsten war es doch ein echt schönes Spiel, schöne Story. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Der Grafikstil, die Musik, alles wirklich gut. Die Dialoge fand ich auch echt lustig. Also ich kann nur jedem empfehlen, hier einmal reinzuschauen in das Spiel. So, wir wollen jetzt hier aber nicht alles anschauen. So. Ja, also Leute, das war's. Heaven's Hope, Back to Heaven. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in anderen Projekten wieder. Was haben wir hier noch? Das ist er. Unsere Eule und Heaven's Hope. Und ja, ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Und ja, wäre schön, wenn ihr denn
bei anderen Projekten auch wieder reinschaut. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Hoffentlich. Bis dann. Macht's gut. Ciao.